Tomoko lebt auf einem der Riesenbäume am Rande der Stadt. Vom fliegenden Taxi aus betrachtet wirkten die Blätter eher spärlich, wie bei Bäumen im Spätherbst. Sie wohnt am obersten Zweig, an dem nur ein einziges Blatt hing, in einer eleganten Bambusresidenz inmitten einer weißen Wolke. Herzlich willkommen bei der Weltlesebühne. Heute aus dem wunderschönen Bethmann-Park in Frankfurt. Zu Gast ist heute Karin Betz, Übersetzerin aus dem Chinesischen, unter anderem von Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Anders als viele Leute denken, hat es bei mir keine biografischen Gründe, dass ich zum Sinologiestudium und damit zum Lernen der chinesischen Sprache gekommen bin. Das war reine Faszination. Ich wollte unbedingt etwas über eine mir sehr fremde Kultur lernen und wollte lernen, diese chinesischen Schriftzeichen zu lesen und zu verstehen. Das fand ich wahnsinnig faszinierend und das war für mich der Hauptantrieb, Sinologie zu studieren. Wenn man an chinesische Literatur denkt, dann denkt man nicht unbedingt sofort an Science Fiction. Das ist allerdings die Literatur, die ich in den vergangenen Jahren aus China tatsächlich am meisten übersetzt habe, was viele Leute wundert, wenn sie mich fragen, woran ich gerade arbeite. Aber man muss sagen, dass gerade durch die chinesische Science Fiction chinesische Literatur endlich im Bewusstsein der hiesigen Leser angekommen ist. Denn zuvor, muss ich ehrlich sagen, hat man mit chinesischer Literatur selten Auflagen in 5- bis 10-stelliger Höhe erzielt. Und das ist bei chinesischer Science Fiction tatsächlich der Fall. Das ist einem Mann, einem Schriftsteller zu verdanken. Er heißt Cixin Liu oder eher Liu Cixin. Sein Nachname ist Liu. Es ist oft etwas verwirrend, was denn bei den Chinesen Vor- und Nachname ist. Das ist für mich nicht so verwirrend, aber für die hiesigen Leser, und da fangen die Probleme oft an. Es wird sich oft beklagt, dass diese chinesischen Namen so schwer auszusprechen seien oder allein schwer zu lesen und zu merken seien. Und da fängt schon die Arbeit der Übersetzerin an. Wie gehe ich damit um, dass so viele Leser Schwierigkeiten schon bei Namen haben? Was macht chinesische Science Fiction aus? Warum wollen wir Science Fiction aus China lesen? Denn es gibt ja nun schon genug Science Fiction aus den USA, die berühmten Autoren wie Arthur C. Clarke oder Philip K. Dick zum Beispiel sind jedem bekannt. Liu Cixin ist noch lange nicht so bekannt wie sie, aber er wird eben weltweit in einer Millionenauflage gelesen. Warum? Was ist so besonders an seinen Geschichten? Zum einen ist an diesen Geschichten erstmal gar nichts besonders Chinesisches. Es ist sogenannte Hard Science Fiction, also wirklich wissenschaftliche Science Fiction, die zum Teil in der Zukunft spielt, weit in die Zukunft hinausragt. Also so ist es zum Beispiel in seiner berühmten Trilogie, der Drei-Sonnen-Trilogie, von der ich 2 Bände übersetzt habe. Das ist ein sehr umfangreiches Werk, wie man hier sieht. Der letzte Band hat 1000 Seiten, was auch heißt, man muss viel Geduld und Disziplin mitbringen als Übersetzer. Denn chinesische Literatur ist selten kurz. Chinesische Schriftzeichen sind nämlich sehr ökonomisch. Das heißt, dieser relativ schmale Band im Chinesischen wird auf Deutsch zu einem dicken Wälzer. Diese dicken Wälzer bekommt man aber super durch im Fall von Liu Cixin, weil er faszinierende Geschichten erzählt, einfach ein guter Erzähler ist und eine tolle Story hat. Und dazu ist es völlig gleich, aus welchem Land er stammt. Dennoch
haben diese Geschichten natürlich etwas sehr Chinesisches. Es fängt, wie gesagt, bei den Namen an, aber natürlich gibt es immer wieder Referenzen auf die chinesische Gesellschaft. Es spielt zum Teil an chinesischen Orten oder auch Zukunftsvisionen oder Raumstationen oder Raumschiffen werden in chinesischer Manier benannt. Ich möchte etwas vorlesen aus dem Roman Jenseits der Zeit, dem dritten Band der Trisolaris-Trilogie von Liu Cixin. Eine Stelle, die recht typisch ist für die Verknüpfung von Science-Fiction einerseits mit typisch chinesischen Elementen andererseits und mit einigen Schwierigkeiten beim Übersetzen. Hier geht es zum Beispiel um die Bezeichnung für ein winziges Elementarteilchen, das ich mit Sophon übersetzt habe. Es heißt auf Chinesisch Jizi. Und Jizi wird auf Japanisch genauso ausgesprochen wie ein bekannter japanischer Frauenname, nämlich Tomoko. Und das ist kein Zufall, denn dieser Begriff bezeichnet sowohl ein Elementarteilchen als auch seine Personifizierung in Form eines Androiden, nämlich einer Japanerin, die ich dann entsprechend Tomoko genannt habe. Es ist kompliziert. Ich lese einfach einmal vor, wie man so etwas lösen kann. Als Chung Xin aus dem Krankenhaus entlassen wurde, erhielt sie eine Einladung von Tomoko. Chung Xin hatte schon von Tomoko gehört. Sie wusste, dass der Name zwar mit denselben Schriftzeichen geschrieben wurde wie Sophon, in diesen Tagen aber nicht mehr die außergewöhnlichen, mikroskopisch kleinen Partikel meinte, die sich in niederen Dimensionen mit von Trisolaris gesteuerter Intelligenz entfalteten, sondern eine Frau, besser gesagt einen weiblichen Roboter, der mit den Mitteln der fortschrittlichsten künstlichen Intelligenz und Bionik erschaffen worden war. Von den Sophonen gesteuert, fungierte sie als Trisolaris-Botschafterin auf der Erde. Ihre äußere Erscheinungsform erlaubte einen natürlicheren Austausch zwischen den beiden Welten als Sophonen. Tomoko lebte auf einem der Riesenbäume am Rande der Stadt. Vom fliegenden Taxi aus betrachtet wirkten die Blätter eher spärlich, wie bei Bäumen im Spätherbst. Sie wohnte am obersten Zweig, an dem nur ein einziges Blatt hing, in einer eleganten Bambusresidenz inmitten einer weißen Wolke. Da es ein wolkenloser Tag war, schienen die weißen Schwaden von ihrem Haus produziert zu werden. Chung Xin und IAA gingen den Zweig entlang bis zu seiner Spitze. Glatte Kieselsteine säumten den Weg und zu beiden Seiten lagen satte grüne Wiesen. Sie stiegen eine Wendeltreppe hinab bis zur Haustür, wo Tomoko sie bereits erwartete. Der herrliche japanische Kimono der zierlichen Dame war mit einem prächtigen Blütenmuster verziert. Doch beim Blick in ihr Gesicht verloren die Blüten für Chung Xin jede Farbe. Eine vollkommenere, beseeltere Schönheit hatte sie noch nie gesehen. Tomokos Lächeln war wie eine sanfte Brise, die die Wasseroberfläche eines Teichs im Frühling kräuselt. Tomoko verbeugte sich. Für Chung Xin war sie innerlich und äußerlich die vollkommene Verkörperung des chinesischen Schriftzeichens Rho. Anmutig.